AirMark ist das erste analoge Rettungstool, um eine Notsituation oder eine Unfallstelle zu markieren. Der Schweizer Entwickler Rico Dürst will die Bergwelt sicherer machen und hat ein neues, innovatives Notfallsystem entwickelt. Rico ist extra nach Österreich gekommen, um der Bergkrone und den alpinen Einsatzkräften vor Ort seinen AirMarker vorzustellen. Doch wie funktioniert dieser AirMarker nun? Also die Auslösung ist relativ simpel. Man hat das Tool in der Hand, man hat hier einen Trigger, wir nennen das einen Auslöser. Und man dreht das System über drei Stufen, bis das System eigentlich voll gefüllt ist. Und wenn das entgefüllt ist, entkoppelt man und der Ballon steigt auf. Das ist der ganze Zauber. Die Alpinpolizisten, Bergretter, Flugretter und Einsatzpiloten zeigten sich am fliegenden Notfallballon sehr interessiert. Denn gerade vom Hubschrauber aus lässt sich eine mit dem AirMarker markierte Stelle scheinbar sehr viel schneller lokalisieren und finden. Was sagst du dazu zu dem Teil? Eine tolle Ergänzung, eben analog, um eben auch nicht nur auf Handy angewiesen zu sein. Ich finde das Gerät voll cool. Ja, es ist nicht uninteressant, vor allem für Einsatzorganisationen, die einen planmäßigen Einsatz haben, dass sie eventuell eine Fundstelle markieren können. Ich finde es gut, weil jeder weiß, zwischen den Bäumen findet es eigentlich am zielführendsten. Gell? Was du Leute suchst, wenn du es an der Mietkarte auslöst, sicher Zeitersparnis genug. Also ich finde es positiv, sehr sogar. Ja, ist ein interessantes Produkt, das er da vorgestellt hat. Die Funktion her ist ja einwandfrei. Also das Erkennen und das Finden von einer Person funktioniert sicher perfekt. Die Randbereiche dazu können, ob es wirklich angenommen wird, ob das die Größe, ob das wer mitnimmt und ob es umsetzbar ist, ist eine andere Geschichte. Aber die Erkennbarkeit von diesem Ballon und die Idee dahinter ist sicher sehr gut. Ich würde sagen, für einen Einzelsportler wird das wahrscheinlich ganz schwer zu vermitteln sein, dass das wirklich meiner Meinung nach auch eine sinnvolle Geschichte ist. Aber was ich mir sehr gut vorstellen kann, bei planmäßigen Einsätzen, dass die Suchtrupps so ein Protop auch so ein Gerät dabei hat, um einfach die Stelle oder die Auffundstelle des Verunfallten dann zu markieren, dass das einfach viel leichter dann zu finden ist. Also das kann ich mir gut vorstellen, aber für einen Einzelsportler kann ich mir das schwer vorstellen. Weil es ist doch ein Dreiviertel Kilo, es ist doch ein bisschen ein Volumen. Aber es ist schon richtig, gell? Das Problem bei unseren Sucheinsätzen ist natürlich auch, dass wir oft wirklich suchen und wenn man da noch schon jemand hätte, sei es jetzt bei einem Forstunfall, wo irgendwo ein Unfall passiert ist, dass da noch die Leute vor Ort sind, diesen Ballon schon steigen lassen, ist für die Flugrettung natürlich eine Riesenhilfe und natürlich für uns auch, wenn wir einen bodengebundenen Einsatz haben. Die Krone und ich.